Da sind wir wieder und wir streiten uns gerade drum, wer schuld war. Ja, natürlich. Natürlich ich. Nee, weil das ist halt umständlich mit der Bronze. Bisschen. Da, nimm, Snow. Danke. Ja. Nix, war nur normales Räuspern. Ein normales Räuspern, okay. Ja, das Reguläre halt, was man so von mir kennt. Ein Ich Räuspern ohne kenn dich. tiefere Bedeutung. Du kennst mich, ja. Glaubt man gar nicht, aber ist so. Mist. Warum Mist? Ach so. Mal so am Rande, nehmen wir gleich den Electric Wrench. Den, genau, den Electric Wrench. Kann Ich würde sein. schon sagen, weil die normale Range ist ziemlich nutzlos. Okay. Haben wir noch Feineisen, ja? Noch zwei Redstone und. Ich mache mir noch mal ein bisschen Feineisen, ne? Mhm. Da ich aber leider. Ach, warte, ich nehme einfach einen Diamanten. Ja, genau, nimm dir einfach einen Diamanten, passt schon. Ja, was? Ne, ist okay. Der kleine ist da, ist leer, also. Achso. Ah, noch 10, ja, ich hab noch 10. Irgendwie muss ich ja wohl noch ein klein wenig Eisen rankommen. Viel Eisen habe ich nicht da. Wie was? Ja, ich hab nicht. Ach, egal. Ja, ich schmelze ja gerade noch ein bisschen was in verfeinertes Eisen rein. Achso. 41 Stück. Obwohl die Generatorenergie wahrscheinlich nicht so lange hält. Ich pack noch ein bisschen Kohle rein. Na, pass auf, du verschwendest ganz oft mal was. Weil doch Du hast da. gesagt, ein Generator hat 10 Kohle. Also hält 10 Kohle, oder? Sollte eigentlich, aber du siehst ja, dass es sehr viel schneller sich auffüllt aus irgendeinem Grund. Also kann sein, dass das geändert wurde. Glaube ich allerdings auch fast. Dass da irgendwie nur noch eine Kohle reinpasst. Doof. Naja. Electric French. Top Wow, Player. gut. Der Ofen muss ja nicht brennen, ne? Ist ja unwichtig. So, was brauchen wir jetzt für Bronze Age oder und Advanced Machines? Ich schau mal nach. Auf jeden Schauen wir Fall mal, schon mal ein paar von den Farmsachen. was Barkus so treibt, wenn man ihn noch findet. Ja, ich war gerade unten. Ich hab doch Was? gesagt, ich baue eine Etage Gerade tiefer. unten, ja. Ja, ich Wo? sehe Von es. wo? Hier, was, wie, wo? Unten. Ja, lass Beim mich schnell Wasserfall. den Philostone mitnehmen, dann können wir runtergehen. Der nicht mehr existent ist. Den ich hab. Ah. So, was brauchen wir für die Bronze Age? Ein Carpenter, ein Forester, ein Mushroom Picker, eine Biogas Engine, ein Rainmaker, Electrical Engine, Pumpkin Farm, Bio Power Generator und ein Still. Okay. Halt. Forestry. Das ist üblich halt. So, was willst du hier haben? Gras? Jo, Philo, gib mal her. Nee. Will nicht. Nee. Mach ich selber. Ja, ich hab da immer so Bedenken. Das letzte Mal ist es tragisch geendet.
Hä? Also wirklich? Wie kannst du nur, das sollte doch geheim bleiben? Weil es auch nicht alle gesehen haben, die sich das hier gerade ansehen. Und so. Sieht sich ja keiner an. Ja, eben. Das ist ja gerade das Schöne da dran. Wir können Fehler machen. Nichts schön. Doch. Wir können Fehler machen und momentan müssen wir uns nicht darum kümmern, die irgendwie uns zu rechtfertigen. Wie etwa die unsere Inventarleiste ausgeblendet haben, aus irgendeinem komischen Grund. Apropos. So, das soll ja ganz groß sein, damit man auch was sehen kann. Auf die Bitte von jemandem hin. Echt von wem? Du hast mir gesagt, dass mein Inventar viel zu klein ist und man es nicht sehen kann, wenn ich auf Vollbild spielt, weshalb ich auf Auto setzen soll, nicht auf Large. Das habe ich in einem der ersten Parts von unserem FTB Let's Play gesagt, von unserem normalen FTB Let's Play. Ja. Und jetzt änderst du das. Wie aufmerksam. Weißt doch, er hat Reaktionen von einer toten Katze. Ich hatte schon beleidige Katzen nicht. Ich hatte es schon vorher geändert gehabt, so ist es nicht. Aber jetzt ist es halt wieder sich, hat sich wieder zurückgesetzt gehabt, kurzzeitig. So wie es aussieht. Was mache ich jetzt eigentlich hier bei den Ringen? Das, ich wollte doch Bronze Age. Hier. Hübsch. Hm, was? Ich darf die Rezepte für den Carpenter nicht nachschlagen. Ja, das Forestry Plugin ist Support. Ah. Toll. Dann dürft ihr das machen. Natürlich dürft ihr das machen. Ist doch einfach. Hm? Ein paar Rezepte kann ich sogar noch auswendig. Ich nicht. Red Power Rezepte? Nee, Forestry. Wollte gerade sagen, du hast Red Power gesagt. Ein paar Red Power Rezepte kann ich auch auswendig. Ja, auch. Auch, ja. Und so ein paar. Also die ganzen Microblocks kannst du auswendig, oder wie? Nee, Timer. Repeater. War jetzt an den anderen Typen gerichtet. Eigentlich. Nee, die Microblocks kann ich nicht, das ist zu kompliziert. Aha. Ist noch was drin? Nein, der ist leer. Gut. Das war echt schwer, alle Microblocks auswendig zu können. Zum Beispiel, wie macht man eine Pillar? Einfach so ein Viertel-Slap nochmal rein. Okay, und so Hollow? 8 von den Panels im Kreis. Mist. So, jetzt haben wir auch keine Energie. Und eine Anti-Cover? Ein Anti-Cover ist, da verbindest du einfach Teilblöcke so lange, bis du ein Anti-Cover hast. Glaub mir, ich habe die oft genug verwendet. Also die Anti-Covers jetzt nicht, aber Microblocks. Gerade sagen, ja. Ich meine, wenn ihr wüsstet, wie viele von diesen Microblocks ich gebraucht hat, damit mein Haus auf dem Server nicht komplett scheiße aussah. Du musstest ja auch so gut wie so viel wie möglich Materie auf einen Fleck konzentrieren. Das ist sowas schon. Es ist nicht leicht. Natürlich, ihr wollt ein schwarzes Loch erschaffen. Oder zumindest einen Neutronenstern auf der Welt und so. Und, weißt du? Genau das wollte ich. Alles in eine kleine Hütte pressen. Ja, weiß nicht, vielleicht, aber nur vielleicht, können wir uns nochmal mit der Map von dir beschäftigen. Hat die eigentlich noch irgendwer? Weil ich hab sie nicht, weil Format C und so. Wer? Meine? Mhm. Ja, die dürfte noch auf Dropbox liegen. Immer noch? Ich dachte, die wäre schon rausgenommen worden. Keine Ahnung, ich habe da einen 2-Jahres-Vertrag gehabt über, ich glaube, 64 GB oder so. Hm, okay. Das ist nett. Warte ich schon mal kurz auf. Nee, ist jetzt nicht so weiter wichtig. Dauert ja nicht lang. Dauert nicht lang, nee.
Übrigens, was mir aufgefallen ist, auf den neuen Servern, nirgendwo ist Mistcraft wirklich halbwegs vernünftig. Entweder ganz weg oder nur Linkbooks. Man darf sich überhaupt keine Ages machen. Nicht mal wie bei dir, wo man dich drum bitten musste, mal ein Descriptive-Buch rauszugeben. Ja, weil es ziemlich anstrengend war. Wenn die Leute keine Ahnung hatten von Mistcraft und dann trotzdem meinten, ja, ich will jetzt eine Age. Und ja, die Welt, die lebt noch. Die ist noch auf Dropbox. Lebt noch, okay. Gut zu wissen. Na, die wollte ich mir irgendwann mal ziehen, eigentlich. Mhm. Haben wir so viel Material für Specials, merke ich gerade. Was ist? Wir haben so viel Material für Specials, merke ich gerade. Wir können uns dieses Map ansehen, wir können unsere Fail, ja, Let's Fails freischalten. Naja, ich habe meine gelöscht. Du hast deine gelöscht, ja, ich meine aber nicht. Also die 1,5 Minuten Intro. Ja, nee, das nicht. Das wollte ich sowieso heute eigentlich noch aufnehmen, nachher. Natürlich, du willst ja momentan ständig alles aufnehmen. Du willst keinen von uns Freizeit lassen. Ja, was das denn? Ist die Wahrheit. Willst ja, sagen, die letzten paar Tage haben wir ja nichts gemacht. Eben. Willst du hast sagen, du dass nichts ich gemacht? Ich tyrannisiere, oder wie? Simon und ich haben einiges gemacht. Naja, und es ist nicht viel rumgekommen. Das ist aber nicht meine Schuld. Doch. Es ist nicht meine Schuld. Das gestern nicht, das davor schon. Was davor? Flora Sky und Emerald und Heartgold. Oh nein, worum geht es nur? Ist das eine Frage? Weißt du jetzt, worum es geht? Nein. Siehst du? Wahrscheinlich War Thunder oder irgendein nein. anderes Game, das ist nein. So, wenn du mal dein bekanntes Wissen über verschiedene Spiele schon mal rauskramst. Ah, ne, warte, Heartgold ist Pokémon. Ja. Ja, und Flora Sky? Einfach mal raten. Flora Sky. Das tippst jetzt nicht in Google ein. Nee, ich überleg, nee, keine Ahnung, ist vielleicht ein Pokémon? Nee, es ist eine Art, ja, es ist ein Pokémon-Rom-Hack, doch, ja. Cool. So, wir hüpfen gerade durch die Wohnung und machen nichts. Wir reden, wir halten Smalltalk. Wir halten Smalltalk, ja, währenddessen sollten wir vielleicht noch was machen. Baut werden Extraktoren? Extraktor? Hä? Extraktor. Klar, kann ich machen. Wäre nett, danke. Haben wir noch einen kleinen da, der einigermaßen voll ist? Nein. Hier ist ein, na. Aber der ist leer. Wir haben noch ein paar Diamanten notfalls. Nee, Schnee hat mir schon eingegeben. Jo. Okay. Außerdem, hat sich hier eigentlich wer dran bedient? Nein, hat keiner. Doch, jetzt schon. Oh no. Ja, und darfst den leeren Kleinster benutzen. Irgendjemand hat sich anscheinend auch an dem Master Defined Iron bedient. Nein, das liegt im Ofen. Nein. Glaube ich. Da liegt's da, hinter dir. Kein Kommentar und so. Ja, was? Ja, was wohl? Ja, was denn? Meine. Und die Kupferkabel? Die hier bis letztens auch noch dran lagen? Die habe ich größtenteils verwendet. Da ist der Rest. Ja, dann mache ich mir neue. Ist auch okay. Vorausgesetzt, ich habe Kupfer im Transmutation Table. Mal schauen. Darf ich dein Dings haben? Mein was? Bern. Nein. Dann gib mir einfach ein bisschen Kupfer. Bin ich gerade bei. So, wie geht's den Tieren? Warum steht hier Weizen auf leerem Grund rum? Warum kommen hier so wenig Samen raus? Warum liegt hier so viel Stroh rum? Warum stellst du so viele Fragen? Warum hast du eine Maske auf?
Warum verändert, ja, warum verändert diese, diese Ansprache keiner? Welche Ansprache? Ja, hier, das Ding da. Weißt du? Nö. Nö. Natürlich nicht. Einfach nö. Einfach nein, was auch immer. Inzest? Ach so, ja. Das verstehe ich. Das ist gut. Gut zu wissen, dass du das gut findest. Ich find's gut, dass du es weißt. Ich nicht. Was, weißt du es nicht? Ich hatte auch keiner gefragt. Gut, das zu wissen. Beides. Aha. Du weißt nicht, was Inzest ist. Doch, das schon. Ja, also. Warum hast du dann gesagt beides? Weil ich nicht mehr wusste, um was es ging. Ich aber Smalltalk machen wollte. Über sehr so, kleiner, ne? Talk. Ja. Über very small talk. Eine Extraktionsmaschine steht bereit. Gut. Dann können wir jetzt mehr Gummi aus Resin haben. Die steht sogar so breit, dass sie exakt einen Block verbraucht. Schön. Das fandest du jetzt schön? Das fand ich jetzt schön, ja. Finde ich schön, dass du das schön fandst. Hm, finde ich auch schön, dass du findest, dass ich das schön finde. Und ich finde es sehr schön, dass ich jetzt ein Project Table dazu verwende, mir mal ein Ding auszulegen. Ein Redstone Circuit. Mhm. Und ich glaube, die Battery Box war das, wo 10 Kohle reinpassten. Was ich gesagt hatte. Nee, das war schon der Generator. Das war aber noch... Erinnert ihr euch an das erste FTB, was so komisch war? Weil... War das, noch, das war noch mit Frank, glaube ich, ja? Das war, wo wir dann unsere drei Häuser gebaut haben? Nein, das war Tackett. Das war noch Tackett? Das war bei Frank, ja. Hat auch er aufgenommen, nicht ich. Und hat inzwischen wieder gelöscht, nicht ich. Auf jeden Fall da war der Generator noch mit für 10 Kohle. Nein, ich bin mir nach wie vor relativ sicher, dass es die Battery Box war. Ist ja auch egal. Wie gesagt, ist egal, ja. Ja. Ah, dort die Festhaltevorrichtungen hier sind ganz okay. Vor allem, wenn man aus Versehen reinrennt und trotzdem getroffen wird. Ja, das sollte man nicht tun. You don't say! Und es ist effizienter, weil jetzt nämlich die Sachen nicht mehr hier an den Rand rausfallen. Sondern da hinten, wo sie trotzdem noch im Anzugsbereich des Transposers sind. Fallen oben doch wieder Mobs raus. Kann nicht wahr sein, ich hab das auch zugemacht. Strange. Was, danke? Strange, habe ich gesagt. Ach, hier ist jemand hochgegangen und hat das nicht wieder zugemacht. Oh. Das warst du wahrscheinlich. Nee. Wer war denn sonst da oben drin? Weiß ich nicht, da oben war ich nicht. Das schien mir von unten nicht kaputt zu sein. Also ich hatte, nee, ich habe diesen Weg hier oben nach oben zu gehen. Diesen Treppen im Weg, um da reinzugehen in das Gebäude selber. Mhm. Habe ich zugemauert, weil da sonst immer Skelette rausfallen und alles. Tja. Wie gesagt, ich war es nicht. Doch, warst du. Ich war doch noch nie oben. Ich habe über die künstliche am Leben Haltung von Kuhspeicheldrüsen sinniert. Okay. Warum? Weil du das also creepy fandest. Keine Fragen. Keine Fragen. Nein. Das ist nicht creepy, das ist einfach nur so typisch, dass das schon Angst macht. Hä? Für dich. Aha. Übrigens. Hi. Trotzdem, wenn ich mal zitieren durfte. Weißt du eigentlich, wie verdammt creepy du manchmal bist? Zitat Ende. Hi. Hab ich nie gesagt. Doch, hast du letzte Aufnahme. Hab ich nicht. Doch. Als es genau darum ging, dass nämlich mit Kuhspeichel alles 10-mal so viel EMC bringt oder sowas in der Richtung.
und ich gesagt habe. Da liegt eine Fackel drin. Schön, ne? Hab ich mit Absicht gemacht. Du Monster. Okay. Was für Pipes sind das? Sieht aus wie Stein oder ist das ein Eisen? Cleanstone und Eisen, ja. Das versuche ich, das ist in meinem Texture-Pack nicht unbedingt sehr leicht zu sehen. Er hat ein Texture-Pack, steinigt ihn. Ich habe doch schon erwähnt, dass... Ja, Kiesel steinigt ihn, oder wie? Ja. Ich hatte gerade nichts anderes. Ich kieselsteinige dich. Das klingt so hart. Ja. So, zurück zum Thema. Was machen wir jetzt als nächstes? Bronze Age oder Advanced Machine? Bronze Age. Bronze Age, ja. Und das macht ihr, weil ich die Rezepte nicht kenne. Ich schaue in der Zeit dem Noob dabei zu, wie er mir dabei zuschaut, ihm zuzuschauen. Toll. Okay, cool. Was haben wir beide was zu tun? Mhm. Ja, das war zu weit. Nein, war es nicht. Ach, das könnte sogar gehen, ja. Warum habe ich das noch nie gesehen, aber doch, es sollte gehen. Hübsch. Hübsch. Falsche Maschine. Könntest du mir mal eine Piston holen? Das wäre sehr nett. Aber gerne doch. Und so. Wir haben ja noch Pistons hier drin. Mhm. Wofür brauchst du eigentlich einen Piston? Die Pleue. Hm? Was war? Hm? Was? Bei mir war ja nichts. Nein, er jetzt hier. Achso, er jetzt da. Die Pleue. Ach, die Pleue. Sag das doch. Hatte doch. Das hab ich aber nicht gehört. Ah. Also, einfach da runtertauchen oder wie? Warte, ich komm schnell. Ich habe jetzt noch einen Pisten, ne, weißt du? Jo, dankeschön. Ich habe ganz vergessen, dass man die ja in den Table reinschmeißen kann, die Pisten. Übrigens, man kann die Pisten in den Table reinschmeißen. Dankeschön. Ist trotzdem angenehm, die aus dem Project Table rauszuziehen. Irgendwie schon, ja. Übrigens hasse ich Ohrwürmer. Was haben wir denn diesmal? Ein Lied. Ah, was? Welches? Gesang. Hörst du mal bitte auf, immer so unglaublich vage zu sein, wenn es um sowas in der Richtung geht. Nein. Geteiltes Leid ist halbes Leid, jetzt sag endlich. Endlich. Nein, du sollst... Nein, das macht gar keinen Spaß. Überhaupt nicht, nein. Vor allem, weil es ja so sonst nicht eh zu langweilig wäre, als dass man über sowas lachen muss. Ja, nu, hm. Wer verweigert denn hier die Aussage? Du oder ich? Doch wohl eher du. Ich tu nur, was du sagst. In dem Fall. Nenn mir den Namen des Liedes, das dich als Ohrwurm verfolgt. Bitte. Warum? Weil ich dir gerade vorher nicht drum gebeten habe. Wo liegt der Zweck dieses Wissens bei dir? Nun, ich weiß dann... was du so für Ohrwürmer hast. Ich weiß, wie ich dich vor derartigen Ohrwürmern schützen kann oder sie dir gekonnt einpflanzen kann. Und deswegen sag ich's dir nicht. Du hast nicht durchschaut. Wieso? Wie? Weil du gerade wie jeder gekonnte Bösewicht deinen Plan verraten hast. Ja.
Ja, ist ja okay, oder? Macht doch keinen Spaß, wenn du so davon getroffen wirst und gar nicht weißt, was los ist. Ne? Eben. Also. Weil ich gerade merke, das Gesetz zur Haltung der Masse gilt immer noch nicht. Wie es aussieht. Warum denn? Weil ich aus vier Stäuben, 3 Kupfer, 1 Zinn, nur 2 Stäube rausbekomme. Rein optisch gesehen von derselben Größe. Und da ich bezweifle, dass Bronzestaub die doppelte Dichte hat. Nein, du musst bedenken. Dass der Staub, den du kriegst, er ist nicht jeweils hundertprozentig zu Bronze verwertbar. Du musst jedes einzelne von diesen Staubkörnchen angucken und ungefähr die Hälfte jeweils aussortieren. Ja, wirklich 50% Verlust ist ein bisschen was arg, nicht? Du musst bedenken. Du packst es auch einfach nur in irgendein Gerät rein, was dir einfach mal Barren zerschreddert. Das kann nicht so gut werden. Ja, doch. Vor allem, weil dieses Gerät selber aus einem elektronischen Schaltkreis und Stein besteht. Naja, ich meine, Feuerstein war Ewigkeiten ein relativ gutes Werkzeug und nur heute kann man damit noch recht viel machen. Feuer. Zum Beispiel. Gut, ich meine, selbst mit der Gregtech-Maschine, die ja wirklich aus hochtechnisierten Diamantstaub beschichteten Scheiben bzw. Wolframstaub beschichteten Scheiben besteht, hat man das Problem noch. Das liegt einfach an der Unfähigkeit des Spielers. Natürlich. Also, mit Worten an dir. Natürlich, natürlich. Tipp hier unten. Tipps hier unten. Ich mag den Cobblestone-Textur in dem Texture-Pack ja eigentlich. Nein, ich habe nicht das Gespräch mit dir abgebrochen, weil das stinklangweilig war. Red über was Spannendes. Über Cobblestone-Texturen. Das war nur eine Ablenkung. Na, dann lenk mal wieder zurück. Nee, du sollst jetzt was spannendes Thema finden. Wie soll ich ein spannendes Thema finden? Weil du immerhin bin der Pro-Kommentator bist. Bin ich nicht schon spannend genug? Nein. Es gibt einen Unterschied zwischen spannend und spannend, ne? Was unterstellst du mir jetzt gerade? Gar nichts. Nein. Also wie kannst du ihm unterstellen, dass er dir was unterstellt? Ist ja unerhört. Nun, es kam gerade so rüber. Wenn er sich nicht richtig ausdrückt, ist er selber schuld. Wen soll ich ausdrücken? Dich. Du dich selbst. Das tut aber weh. Ja, das wird aber gefordert, dass du dich vernünftig ausdrücken kannst. Auch später im Berufsleben. Das ist ganz wichtig. Sich selbst auszudrücken. Sich selbst auszudrücken und aus sich hinauszugehen. Und über sich hinauszuwachsen, ja? Das auch. Das heißt auf Deutsch, ich soll mich aus mir selbst rausdrücken, dann über meine lose Hülle gehen und darauf etwas pflanzen. Genau. Und wenn du das nicht willst, musst du selbstständig werden. Ja, stehen kann ich auch so schon. Selbst. Immer diese dumm-doofen Antworten, ey. Irgendwie muss ich mich ja gegen ihn stellen, sonst sieht er sich ja immer als höchstgelegenes Individuum der Welt an. Höchstgelegenes Individuum. Individuum, habe ich gesagt. Ja, es kam Individuum an. Na gut. Ein Individuo. Ein Individuo, genau. Ja, genau. Du hast's kapiert. Wobei mir auch gesagt wird, dass ich garantiert ein ganz toller Indie-Filmer wäre, ja. Doch, weil meine Gedanken so unabhängig sind, nehme ich an. Nimmst doch Pakete an. Warum?
Weil du doch gerade gesagt hast, du nimmst an. Ja, übrigens, danke für den Kleinstar, ne? Ich nehme allerdings keine Pakete an, ich nehme nur Schecks an. Und Kreditkarten. Das auch sehr gerne. Oder Bargeld, aber das nicht so gerne. Check ich nicht. Oh, au. Tut doch weh. Ja, irgendwann schon. Das ist ja auch extra. Das soll ja auch weh tun, damit du irgendwann aufhörst, irgendwelche Kommentare zu bringen. Ich habe den Lock gerade nicht vorliegen, aber ich glaube, du hast angefangen. Ich leg dir den Kleinster wieder hier auf den Transmutation Table, ne? Hast du den aufgefüllt? Nö. Nee. Ich hab den nur aufgehoben und wieder weggelegt. Schwache Leistung. Was? Da hast du jetzt meine positive Energie drin. Ah, okay. So positiv, ja. Natürlich, natürlich. Woher denn? An der positiven Einstellung kann es nicht liegen. Nein, es liegt einfach an der innerlichen Freude, die ich dann in diesen Kleinstar aussprudle. Und zwar die Freude, die daraus entsteht, dass ich dir ständig welche irgendwas reinwürge. Ja, gut. Beruht auf Gegenseitigkeit, nehme ich an. Scheint so. Diese Nettigkeiten immer. Du hörst dich ja ganz raus. Du bist nur dabei, weil du was von Coding verstehst. Ist der? Nein, eigentlich nicht. Doch, ist er. Hast du mir letztens noch gesagt. Ja? Hä? Was? Coding? Hm. Was? Coding? Stimmt eigentlich, wie habe ich sie eigentlich dazu bekommen, hier mitzumachen? Mal so am Rande. Du hast dich doch da mehr oder weniger gegen geweigert oder Desinteresse kundgegeben. Das kann ich dir auch so schon sagen, weil das garantiert einfach der Fall war, dass du ihn so lange angemeckert hast, bis er mitgemacht hat. Angemeckert, aha. Ja, mach mit! Nein! Mach mit! Nein! Mach mit! Nein! Mach mit! Was soll's? Das weißt du echt nicht mehr? Nicht mehr so ganz, nee. FTB Insanity war meine Idee. Ja? Ja. Ich meine ja auch schon vorher. Bei der letzten Staffel, wo du da so halb zombifiziert mit angekrochen bist. Gute Frage. Das weiß ich auch nicht mehr. Das war ungefähr meine Beschreibung, aber das interessiert ja keinen. Meinst du? Warum haben wir eigentlich ein Weizenfeld, wenn wir eh alles im Transmutation Table haben? Weil es schön aussieht. Genau. Hörti. Ja, ich meine, warum haben wir so wundervolle Decke? Auch weil es schön aussieht. Nein, weil du der Innenarchitekt warst und der Außenarchitekt. Das auch. Aber die Architekten halt so arbeiten. Aber es sieht trotzdem schön aus. Total. Ja, finde ich schon. Sieht aus, als hätte sich jemand sein Sudoku nicht lösen können. Du verstehst einfach die innere Botschaft nicht. Die innere Botschaft, ja. Die auch nicht. Als ob jemand Sudoku nicht hätte lösen können. Geil. Ja, ich meine... Ich bin heute erstaunlich schlagfertig, muss ich sagen. Das bin ich sonst nicht so. Doch, ja. Du glaubst gar nicht, es gefällt mir. Ja, gut, also... habe ich nichts gegen. Dann, ach. Ja. Warte mal bis in 2 Stunden. Vielleicht hast du dann was dagegen. Ah, was? Du weißt, dass ich halbwegs gut einstecken kann. Und wenn nicht, dann weiß ich mich auch zu wehren. Hm. Dann schmollst du wieder. Oder wie? Eben, schmoll in der Ecke. Das ist jetzt so nicht direkt, ne? Aber indirekt. Mann, ist das eine spaßige Folge. Wäre durchaus möglich, ja. Sowas würde ich mir glatt angucken. Wenn es nicht so scheiße wäre. Ja, ja. Wie ein gewisses anderes Individuum. War das jetzt auf mich ab, oder? Auf mich. Nein, auf... Frank. Nein, den eigentlich gar nicht. Was? Nein, er war nicht immer so der beste Kumpane, aber im Allgemeinen war nicht schlecht. Ich ziele jetzt eher auf den Typen mit den 264 Abonnenten ab.
Ah, dieses Individuum. Dieses Individuum. Genau, Individuum. Dumm. Dumm. Ja. Richtig, ja. Du hast es erfasst. Macht Spaß, ein Arschloch zu sein. Mhm. Irgendwie. Verbal. Ja, aber das sind mir so Sachen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Was? Ja, dass er jetzt so viele Leute da hat. Wahrscheinlich viele Freunde auf Facebook. Das kann schon sein, ja. Habe ich nachgeguckt, er hat 9 Likes. Ja, aber eben ganz viele Views auf seinen Videos drauf und 264 Abonnenten. Wahrscheinlich wird er die Videos auch noch auf jedem x-beliebigen anderen Forumportal angeworben hat. Das kann sogar sein, ja. Oder weil er sich auf Amazon Views und Abos gekauft hat. Das gibt's. Bei Amazon und eBay kann man sich Views und sowas kaufen. Okay. Ja, da habe ich noch was anderes. Ja, das kann man aber nachvollziehen. Noch was anderes gesehen, ja. Machst du jetzt mal voran hier? Müsste ich was? Ich? Nö. Er. Ach, er. Hä? Ja, du. Machst jetzt mal voran. Was? Bin fast fertig, Mann. Ja, fast. Ja, mir fehlt nur noch ein Filter. Ja, fast aber ist ihm aber anscheinend nicht ganz genug. Den kriegen wir ja noch nicht, ne, den Filter. Filter? Wieso? Was brauchen wir für einen Filter? Den Filter also, braucht man noch irgendwelche. Ach stimmt, da braucht man die, Stimmt, da braucht man Silizium für. Ja, dann muss es halt mit einem Transposer gehen. Na wohl, das dürfte eigentlich sogar perfekt funktionieren. Wird schon gehen. Wird schon passen, ja. Ich wäre hoch erfreut, wenn sich jemand dazu bereit erklären würde, die Bäume abzufällen. Okay. Ich renne erstmal runter, weil er hat eine Stahlaxt liegen. Ja. Eisenaxt. Ich meine, ist nicht so, als würde ich mir Sachen jetzt problemlos auch aus dem Transportation Table ziehen können, aber wäre schon nett. Zumal ich hab wenigstens was zu tun dann. Ja, und sie stehen im Weg. Hey, das war meine. Hab ich doch gerade gesagt, ich nehme deine. Mann, oh. Du kriegst die auch wieder, wenn ich mit den Bäumen fertig bin. Ja, dann ist er halb kaputt. Dann will ich sie auch nicht mehr. Achievement getting wood. Ach was. Wow. Du hast wirklich noch gar nichts gemacht, kann das sein? Doch, ich habe schon öfters Holz gesammelt. Aber immer so, sobald ich in irgendwie dieses Achievement Sticky Situation kriege, werden die resettet beim nächsten Start. Aha. Liegt am FTB Launcher. Den ich gar nicht verwende. Nicht? Multi-MC. Ja. Bäh. Was? Multi-MC ist Beste. Beste. Beste, wo gibt. Beste, wo gibt, genau. Eigentlich nicht. Naja, Geschmäcker sind verschieden, ne? Ich meine, gut, am FTB Launcher ist man up to date. Und ohne FTB Launcher hätte ich jetzt auch nicht gesehen, dass es schon ein Licht gibt. Offiziell. Ah, gut. Übrigens, falls ich das doch überraschend jemand ansehen wollen würde und sich fragt, warum wir nicht alle spielen, weil sich einer, na, anderthalb Leute dagegen ausgesprochen haben. Haben wir? Ja, einer von euch hat gesagt, will er nicht, weil also ganz gleich ist und der andere sagt, ist mir halbwegs egal, aber auch lieber nicht. Zumindest kam es so rüber. Kann das sein, dass deine Stimme langsam versagt? Nein, überhaupt nicht. Wie kommst du auf solche Ideen? Ich weiß nicht, weil deine Stimme ein wenig kratzig wird. Wird kratzig? Das wäre mal ganz was Neues. Rau. Rau. Auch gut, ja. Ja, was soll ich da jetzt noch so sagen? Kann sein, kann auch nicht sein. Ist aber so. Hm. Brauchen wir jetzt noch die Engines? Habe ich. Bei den anderen Sachen weiß ich, glaube ich, nicht ganz auswendig, warum stehen die Tiere hier alle da so rum. Weil das von Minecraft irgendwie so gemacht ist, dass die Tiere, wenn sie sehen, dass es ein Gatter gibt, grundsätzlich zu diesem Gatter wollen. Aha. Und da raus. Ich glaube, ich muss, um das zum Laufen zu bringen, Diamond Pipes machen. Dann mach Diamond Pipes. Wieso das denn? Ja, weil ansonsten das System nicht funktioniert, weil ein Energy Condenser ist ja zum Bone Meal machen da. Ja. Der stopft das Bone Meal dann in den Deployer. Ja.
Und das überschüssige Rosenzeug da oder was da auch immer ankommt, ist für ja, zum allgemeinen unser EMC, ne? Ja. So, wie macht man Overflowing? Haben wir nicht die Advanced Insertion Pipe? Das habe ich auch schon gesucht, aber nein. So wie ich sehe, nö. Ja. Ich meine, Diamond Pipes brauchen wir sowieso für da hier Logistics Pipes. Die brauchen wir, glaube ich, auch Diamantrohre. Jo. Von daher kann nicht schaden. Bring gleich welche runter. Musste ich nicht auch bemühen. Ja, ich muss eh Futter holen. Oder so. Bier. Bier. Es ist Hofbräu, kein Bier. Ich wollte gerade sagen, was habt ihr mit der Kuh veranstaltet, dass es auf einmal Bier gibt statt Suppe? Hofbräu, kein Bier. Oder Hofbräu statt Suppe. Ich mein, ja. Suppe wird Bier. Meines Wissens nach nicht gebraut. Ja, es ist ja keine Suppe. Ja doch, es ist Stew. Übrigens, ich habe aus dem Birkenwald, den wir hatten, ja, kleine Plattform gemacht, die an unser Blumendach anschließt und gleichzeitig eine Überdachung. Schön. Eigentlich voll hübsch. Ist sogar eine Treppe dran. So. Okay. Bleibt da auch vorerst noch ein bisschen. Ist okay, ja. Ich mal kurz auf Toilette. Viel Spaß. Mhm. Also viel Spaß zu jemandem sagen, der aufs Klo geht. Also ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Dann schwarzt du halt. Mhm. Ich mache übrigens das noch. Ich mache meine komplette Plattform draus. Ja, ist doch gut. Mal so kurzzeitig, nur mal zum Schauen. Bestimmt witzig. Hm? Wäre vielleicht was angenehmer, wenn die 3 hoch wäre. Ja, aber dafür waren die Bäume manchmal nicht hoch genug hier. Achso, na gut. Man kann es auch wieder wegmachen und das machen, wenn neue Bäume da sind. Naja, klar. Ich weiß gar nicht, können die Blätter, die ein Spiel platziert hat, schon despawnen? Oder beziehungsweise noch despawnen? Glaub ich nicht. Ich weiß nicht, war das die... Das 1, können sie 1, nicht. Oder die 1.2.5, wo das disabled wurde. Nein, Ei. Es ist zu weit geflogen. Oh mein Gott. Ja, wieder da. WW, das ging ja mal ausgesprochen schnell. Ja, geht doch schnell. Ja, gut. Unterhalten wir uns jetzt nicht weiter drüber. Würde ich vorschlagen. Verstehe ich gar nicht. Ist das nicht voll interessant? Lässt es mal sein. Was? Simon schmeißt mich mit seinen Eiern ab. Finde ich voll bar. Voll bar. Natürlich. Puh. Den Rest müsst ihr jetzt nachschlagen, wenn das Plugin nicht geht. Was dann? Carpenter Rainmaker und so ein Kram. Ach ja, sowas weiß ich auch nicht. So, fertig. Ich mag unsere Plattform. Mhm. Die eigentlich aus einer Laune heraus entstanden ist, aber eigentlich voll cool ist.
Na, voll Öko das, und so. Das finde ich, ich fände es halt nur irgendwie blöd, wenn das eine höher wäre, weil dann wäre ich hier so eine Stufe. Aber sonst. Ja. Ich weiß nicht, ob ich diese cool finde. Das erhöht unsere Ökobilanz. Anno. Gab's da auch eine Ökobilanz? Wo noch? Im Real Life. RL, was ist das? Hui. Ja, nächste Frage. Soll ich noch einen Energy Condenser bauen oder einen Pipe hinter zu unserem? In der Mob-Farm. Weiß ich nicht, wenn wir die Sachen da haben. Weil andererseits ist es besser, wenn wir es zentralisiert haben. Müsst ihr nicht überall hinrennen, um EMC zu suchen. Mit einer Pipe könntest du wohl mehr anfangen, glaube ich. Aber es ist eine Entscheidung. Wir haben es ja. Wir haben es ja. Genau. Ja, gut, dann baue ich eine Pipe dahinter. Die EMC-Pipeline. Die EMC-Pipeline. Ja, klar. Verbindung zwischen unten und da hinten. Richtig. So wie das sich gehört. Demnächst im Kino. Da-da-da. Witz des Tages. Hä? Ja, ich warte. Mit dem demnächst im Kino. Achso, ich wollte den Witz des Tages jetzt eigentlich hören. Ja, dann musst du irgendwie, keine Ahnung. Witz des Tages hier oder so. Witz des Tages.de. Gibt's bestimmt. Achso, du wolltest den heute haben. Ja. Also Markus, machst du jetzt hier die anderen Sachen, oder wie? Oh, ich hab da auch exakt in das Loch geworfen, ist auch toll. Mhm. Nee, ich bin immer noch mit der Pipeline und so beschäftigt. Ich meine, wenn du damit fertig wärst, wärst du dann bereit, die anderen die Sachen zu bauen? Bereit, ja. Ich müsste aber auch noch gucken. Ist was? Nö, gar nichts. Absolut gar nichts. Bäh. Ich hab's doch schon kommen sehen. Aus dem Weg. Oh, ich sehe gerade, Copper Dust kann man sich auch hier mit einspeisen lassen. Das geht doch alles viel einfacher. Toll. So viel Arbeit. Übrigens, du kannst da Copper Dust einspeisen. Habe ich gerade gemerkt. Wer hätte auch fragen können? Du wusstest das auch nicht, gib's zu. Ich war aber der Meinung, es hätte so sein können. Wäre es dann nicht von selbst drauf gekommen. Das ist der Unterschied. Ich hätte es wahrscheinlich ausgetestet, doch. Vor allem hätte ich es wahrscheinlich gesehen, wenn ich in EMC-Welt gesehen hätte. Ja. Wenn man auf sowas achtet. Ja. Ja. Ach, vorbei. Ein Stack sollte ja eigentlich reichen. Wovon? Von Bronzestaub. Nicht? Ach ja, wahrscheinlich. Aber Bronze kann man eigentlich auch gleich einpacken, oder? Stimmt. Bronze hat auch einen EMC-Wert. Wer hat gesagt, dass Bronze nicht geht? Du. Nee, Markus. Markus hat das nicht gesagt. Ich meine schon.
was ich gesagt haben könnte, ist, dass Forrester die Bronze nicht geht. Achso. Okay, ja, das war ein Missverständnis. B. A. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt genug Bronze. Immerhin. Yay! Dann such mal die Rezepte raus. Bin ich gerade bei. Ich baue unseren manuellen Darkroom ein klein wenig um, ne? Nehmen eine Wand raus. Warum? Oh nein, wie kannst du nur? Weil wir den normalen Darkroom doch gar nicht mehr brauchen. Doch. Da hat er recht. Bäh. Bäh. Kann er nur recht haben. Übrigens darfst du gleich wieder mit deinem Transplantation Stein hier ran, wenn ich fertig bin. Wie nett. Das machst du doch so gerne. Ja, doch. So, jetzt haben wir hier einen überdachten Bereich. Schön. Ich kann mir jetzt theoretisch auch nutzen. Theoretisch. Praktisch kann man die baggenden Kühe wieder vom Zaun schubsen. Ach so. Was ich somit soeben getan habe. Nett. Ja. Hm? Wo bist du? Ich laufe hier rum. In meinen Gummistiefeln. Warum hast du jetzt so einen Helm, Rüstung und Gummistiefel? Und eine... Einfach so. Ressourcenverschwendung. Nö. Kann man auch wieder umwandeln, von den Gummistiefeln abgesehen. Hühnchen. Außerdem, wir haben es ja. Sag ich eine Bronzehose, oder? Ja. Verschwende. Warum? Wir haben mehr als genug davon. Mit einem Goldhelm, oder? Ja. Verschwende. Schön. Einfach hast du gerade alles wieder reingepackt? Nee, nicht alles, aber das meiste. Wenn du das schon gemacht hast, hättest du auch anlassen können. Ja. Bleibst halt bei der Hose und den Stiefeln. Mach mir mal Diamantsachen dann, ne? Kannst du dann bloß aber aufpassen, nicht dass dir nur noch irgendwas ins Gesicht fliegt und du einen qualvollen Tod stirbst und die Sachen nach mir gehören. Was sollte mir denn ins Gesicht fliegen? So, ein Block TNT, ein paar Hühnereier. Ein Block TNT ist kein Problem, weil dann sterben meine Sachen mit mir. Nicht zwangsweise. Dann stelle ich mich an die Ecke. Wenn du ihn kommen siehst. Du siehst ihn in der Regel nicht kommen. Höhö. Aber man hört ihn. Das ist doch egal. Man hört TNT aber schon beim Anmachen. Das ist doch egal. Bin ich aber weit genug weg. Bist du nicht, denn wenn der Block weit genug weg ist, hört man es auch nicht. Wo steckt denn Markus schon wieder? Mal so am Rande. In seiner Basis da unten. Nein. Ich sehe ihn jetzt so nicht. Ich sehe ihn doch sogar. Ich bin in der Subbase der Subbase. Der Subbase der Subbase. Subway. Ja, genau. Versucht beide gleichzeitig runterzugehen. Das ist okay, dann will ich jetzt erst da reinlassen. Natürlich.
So, jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Zünder und dann muss ich mir noch ein paar Pflanzen greifen. Bist jetzt happy? Noch nicht so ganz. Du hast diese Pipeline sehr sicher gebaut, muss ich sagen. Ja, soll ja auch kein Mensch drüber. Du bist da selber drüber gegangen. Ja. Du hast dich gerade als Nicht-Mensch bezeichnet. Ja, Absicht? Natürlich Absicht. Ach, mein Leben schlägst du nicht direkt an. Warum denn auch? Ja, nu. Ihn kann ich ja ansatzweise leiden. Oh. Das ist ja ganz was Neues. Irgendwie ja schon, ne? Außerdem wüsste ich nicht, was ich da hätte anschlagen sollen. Ja, nur nicht Mensch. Ist ja genauso gut wie Urmensch. Ne? Nö. Doch. Nö. Doch. Nö. Doch. Nein. Immer dreimal mehr als du. Kleinkind. Feigling. Gummimauer. Gummistiefel. Komm nicht vom Thema ab. Umgehen die Gummimauer. Die umgummi die Gummimauer, oder wie? Nein, die gehen automatisch. So wie es jetzt für Gummistiefel gehört. Laufen deine Gummistiefel nicht automatisch. Sind das noch manuelle Gummistiefel? Bah, was bist denn du für einer? Das ist ja noch 80er. Ich hab keine Gummistiefel, ich brauch das nicht. Meine Füße bestehen aus Schleim. Ja, eben deswegen ja. Die machen noch alle anderen Schuhe kaputt. Entweder weichen sie den Stoff durch oder das Leder wird ranzig. Das heißt, müssen barfuß rumlaufen. Warte dann, mal. Weil dann deine Füße dreckig, weil sich der Dreck im Stein drin festsetzt. Ach ja, eine Wrench wäre nicht schlecht, wenn mir die einer bringen könnte. Welche? Ich würde gerne meine Items wieder haben, die er sich gerade gekrallt hat, nachdem ich extra gesprungen bin. Eine BC Wrench. Ich bin hinter dir übrigens, ne? BC Wrench. Hast du bisher keine? Nee. Faszinierend. Ja, warte, ich komm ja auch schnell. Dein Kleister da. Oder auch nicht. Bring mir mal eine. Kram, ja, Moment. Ich bin erstaunt, was du ihm alles gibst, was in deinem Inventar war. Ja, das ist der Kram, der hier halt so rumliegt. Der lag da nicht rum, das sind größtenteils seine eigenen Sachen. Wie voll ist dein Inventar, bitte? Ich hatte halb so viel, höchstens. Aber danke. Jetzt ist leer, so fast. Und deine Sachen habe ich natürlich behalten, wie ich das gehört. Doch, ja. Was hatte ich denn noch so? Schaufel, Spitzhacke, Schwert. Stimmt, die hast du wirklich behalten. Gib her. Never. Doch. Nein. Dann mache ich mir das Diamant-Tools, weil du mir nämlich deine 4 Diamanten drüber geschmissen hast. Ja. Soll mir auch recht sein, ich habe momentan noch genug EMC. Du bist dir sicher, dass ich einfach so eine Diamantschaufel machen darf? Mhm, aber nicht benutzen. Zu spät. Wieso benutzt hast du sie noch nicht? Das hätte ich gesehen. Hä? Nee, was da für eine schöne Atmosphäre hier drin ist. Yep. Himmlisch. War das ein Ja? Nein. Dankeschön, die ist, ja, hinterher. Was? Kriegst du sie noch oder nicht mehr? Nee. Muss ich eine neue machen? Was hast du denn gemacht? Ich hab ihm eine Wrench gegeben, er hat sie nicht gefangen. Wo hast du sie denn hingeschmissen? Vor seine Füße. Nee, eigentlich so in den Void runter. Und wo waren deine Füße?
vor dem Wasser, in das ich reingeschmissen habe. Man schmeißt das doch nicht ins Wasser, nicht auf einen Multiplayer-Server. Vor allem nicht auf ein fließendes Wasser, was in die Void führt. Aber im Singleplayer-Server darf man es ins Wasser werfen, oder wie? Ja. Da geht's ja auch gar nicht. Ist ja der Sinn. Eben. Wieso? Im Singleplayer kann ich auch Sachen ins Wasser werfen. Ja, aber nicht in der Situation, die wir gerade haben. Und vor allem nicht auf einem Singleplayer-Server. Wo das keinen Sinn macht, weil dann hättest du einen Client und keinen Server, weil ein Server für Singleplayer macht nämlich keinen Sinn. Natürlich macht das Sinn. Ist doch so. Wir haben doch Singleplayer-Server seit der 1.4, 1.3. Die sehe ich aber nicht als richtige Server an. Das sind aber richtige Server. Nicht für mich. Das sind richtige Server, weil man sie automatisch zum Laden, Ding freischalten kann. Tada! Und wenn aber du dann noch einen Port freischaltest und dann noch den richtigen, dann ist es ein richtiger Server. Nicht für mich. Deine Meinung zählt hier nicht. Irrelevant. Du zählst hier nichts. Das weiß ich schon. Ich auch. Hi. Ach, warum cleanst du ohne? Dann komm ich schon was cooler aus. Blink, 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 blink. Wird eigentlich wirklich alles aufgesammelt? Ja, hoffentlich. Ich würde jetzt einfach mal mit F3 schauen, ob sich die Zahl da irgendwie steigert oder immer wieder mehr oder weniger gleich bleibt. Sieht sich aber recht ähnlich aus, immer. Ist ja in Ordnung. Ich finde jetzt aber diese ständigen winzigen Leg-Spikes cool. Weil keine Spikes, sondern einfach nur diese winzigen weißen Streifchen immer. Vorsicht. Wow. Vorsicht, wir stehen beide hier. Erschreck mich nicht so, Mann. Übrigens, hi. Ja. Hi. Was ist denn da die Taktrate eigentlich? 3 Clock. 3 Clock, okay. Also, einen normalen Timer hätte man nicht machen können? Doch schon, aber da war ich jetzt zu faul. Ich bin immer zu faul, normale Timer zu machen. 3 Clock ist eigentlich auch recht einfach. Ja, das schon, aber so ein Timer ist schneller und effizienter und Zeugs. Ja klar, würdest du das aushalten. Und schon machen, wenn du lustig bist. Ich überlege gerade eigentlich eher, in welcher Rate taktet das jetzt eigentlich ab? 3 Clock macht alle 6 Ticks, glaube ich. Ich glaube, das ist an für 2 Ticks und dann aus für 2 Ticks. Also 4 Tick Takt. Also macht es jede Fünftelsekunde. Nee. Nee, das kann nicht sein. Es macht alle 2 Fünftelsekunden einen On-Pulse. So. Ja, genau. Glaube ich. Kann gut sein. Sprich, es pulst 2,5 mal die Sekunde. Das kann gut sein, das habe ich jetzt mal. Das ist gut möglich, ja. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich hier oben wollte. Ah, Kekse. Ja. Haben wir noch irgendwo so eine Säge? Die hast du mit mir runtergekickt. Ha? Die hast du mit mir dem Abgrund geweiht. Was denn, Eisen? Jo. Hab ich hier. Da hat er noch eine gemacht für die Schneebeteile. Nee, die hatte ich noch eingesammelt. Ah, okay. Weil du davor explodiert bist, bevor dich runtergekickt hat. Ich hab keinen Bock mehr. Jetzt schon? Warum? Weil ich von Anfang an eigentlich keinen Bock hatte. Oh. Und jetzt sag ich's doch laut. Soll man lieber was anderes spielen? So Colosseum oder so. Wegen Spielen habe ich nichts. Du müsstest halt auch mitkommentieren. Dagegen habe ich was. Machst du dagegen was? Soll ich dir einen Kaffee vorbeibringen? Wenn du willst? Ich meine, würdest dann garantieren, dass du Lust hättest oder wieder in der Verfassung wärst, dokumentieren. Nö. Also. Dann bring ich doch keinen Kaffee vorbei. Punkt. Hättest du auch so nicht gemacht. Sag das nicht. Das nicht. Brav.
Du kannst mich schlecht einschätzen. Das haben wir ja schon oft genug gemerkt. Ich glaube, ich will dich auch wirklich nicht einschätzen. Wieso würde man mich nicht einschätzen wollen? Verstehe ich nicht. Weil die Wahrheit zu grausam ist. Das ist an der Wahrheit grausam. Du bist an der Wahrheit grausam. Ich bin auch ohne Wahrheit grausam. Oder stimmt. Nicht? Also. Aber mit Wahrheit muss man das auch noch ertragen. Ohne Wahrheit kann man wenigstens noch drüber hinwegsehen. Aha. Ja. Ich mache mir jetzt Schwerter aus verfeinertem Eisen, einfach nur, weil es nicht geht. Toll. Also, das Ding scheint wirklich zu funktionieren. Yay. Es kommt hier an. Eigentlich so noch gar nichts. Muss ich erst auffüllen. Wie lange ungefähr, geschätzt? Also, der Baumwollvorrat, der hat sich jetzt schon fast voll. Also nicht die ganze Chest, ich habe 64 Items, Schrott-Items rein. Okay. Damit das nicht zu voll wird an Bornmehl. Das wäre auch kacke. Wooden Plank, einfach Corner. Natürlich. Ja, weil das ist, glaube ich, das einzigste Item, das das Ding nicht verarbeiten kann und billig ist. Mhm. Wo, was? Wooden Plank, Cover Corners. Das kann dieser Kondenser da nicht verarbeiten. Das kann recht viel nicht verarbeiten. Ja, was halt billig ist, ne? Mhm. Punkt, 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 Punkt. Auch wenn er Baumehl überproduziert. Ja. Der Absicht. Warum? Weil der Rest dann hier hochgeleitet wird. Richtig. Sonst wäre es Self-Sustaining, hätte keinen Sinn. Man ist auch so Self-Sustaining, aber das ist nicht explizit Self-Sustaining. Sonst produziert er einen Überschuss. Und diesen Überschuss so, brauchen wir. Jetzt sag nochmal Self-Sustaining, bloß schneller. Was? Wie? Self-Sustaining, nur schneller. Self-Sustaining? Das hat sich witzig angehört. Self-Sustaining? Self-Sustaining? Und da fließen die ersten rüber. Self-Sustaining? Ja, da kommt's. Auch wenn es nicht endlos viel ist. Naja, gut, ich meine, dafür hätte ich das manuelle eigentlich noch. Für das schnelle MC. Wenn da nicht jemand die Wand weggerissen hätte. So, jetzt kann man das Zeug. Ich hab nachgefragt. Ich hab dir gesagt, ich möchte das nicht, weil wir es noch brauchen könnten. Hast du nicht? Doch, habe ich. Ja, und dann hat der Noob gemeint nein und dann haben wir demokratisch dagegen gestimmt. Ja, mir war das egal, was damit passiert. Was denn für eine Demokratie? Ich will auch Demos veranstalten. Das ist gratis. Das ist gratis. Oh, Feier. Ja, wollen wir dann überhaupt noch weitermachen oder wie? Von mir aus können wir noch eine Weile, also ich bin noch nicht ganz am Boden zerstört von dieser Fiesheit hier. Ich auch nicht. Ich habe einfach nichts zu tun. Ja, dann könntest du eigentlich langsam aber sicher mal mit dem Bienchen anfangen. Stimmt eigentlich. Weil wie baut man eine Apiary? Die sind ja nicht teuer, oder? Bitte? Wie baut man eine Apiary? Nein, das, der andere. Ich glaube, die Hives sind ja nicht teuer. Naja. Wie baut man eine Apiary? Aus Scented Paneling, meine ich, oder? Nee. Das braucht nee, man nee, erst fürs Aviary, stimmt. Aus einer umgedrehten Hose, ohne, also einer umgedrehten Short, eine Minecart, genau, eine Minecart aus Holz. Mit einem Deckel aus Half Slabs aus Holz. Um ein irgendwas Kasten. Und dieser Kasten besteht aus Bronze. Nein, Bronze? Ich habe gerade Sturdy Casing oder so. Nee, nee. Aus Baumstämmen, die mit Saatöl imprägniert wurden. Supi. Mhm. Nee, das ist neu. Das ist neue, okay. Also soweit ich weiß.
Das ganz, ganz alte, das war sau einfach. Tja, wenn jetzt das Plugin funktionieren würde. Warte mal, ich teste einfach mal kurz was. Ich bin nämlich irgendwie der Meinung. Schade. Was? Die Idee war gut. Brauch mal welche, wenn so leicht war. Ich überleg grad. Bin mal ganz kurz, ganz fies. Eine Kiste mit einer Bienenwabe drin? Oder war es die Apiarist Chest? Das war die Apiarist Chest. Ah. Und noch was ganz viel anderem. Ey. Was machst du jetzt? Na warte, muss erst du. Ich lösche es gleich wieder. Rein aus wissenschaftlichen Zwecken. Aus wissenschaftlichem Zweck. Weil keiner mehr das scheiß Rezept kann. Bon. Es könnte auch irgendjemand, der gerade diese 100 mal nachschlagen. Ich meine nur. Okay, das war's nicht. Nach wem soll ich schlagen? Nach dem Apiary-Rezept. Im Internet. Das Internet. Das Internet. Das Neuland. Auch Chantal wurde Opfer eines Angriffs aus dem sogenannten Internet. Was, die auch? Mhm. Hey, da habe ich heute einen geilen Link vom Kumpel bekommen. Die in Amerika, die News-Sendungen, die beschreiben Minecraft als Minecrack. Aha. Also Crack, die Droge, die man so raucht. Aha. Das ist übel. Ja gut, ich meine, Hashtag ist auch nicht so der tollste Name gewesen, finde ich. Ach was, ein Hasht-Zeichen etwa nicht, nein? Na, Hash heißt doch Gitter oder so, irgendwie sowas, oder? Ja, na, Hash ist doch eigentlich... Doch, nee, das war Mesh. Mesh ist Gitter. To Hash ist doch irgendwas wie Erhaschen an sich oder so. Weiß ich nicht, auf jeden Fall gibt's auch noch hier Hashkeks etc. Leiste? Die werden aber anders geschrieben. Im Deutschen, im Englischen nicht. Oder sowas in der Richtung, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es auch einen ziemlichen Aufstand gegen die Hashtags. Das ist schon das neue Rezept. Die Telekom. Hört auf, mich zu ignorieren und auch demonstrativ wegzusehen. Ja. War was? Nö. Sieh mich an! Wer? Du. Danke. Ich bin aus dem Spiel rausgetappt. Aha. Weil ich nachschlage. Auch schon das neue Rezept. Dezember 2012, ist das alt genug? Sollte eigentlich. Ja, wir haben keine Ahnung von nichts. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Zu lang. 1 Stunde 14 plus, was war die andere nicht ganz so toll geworden Aufnahme? 16 Minuten, na komm. Wobei, da fällt mir ein. Bäh, ich muss ja jetzt doch rendern, weil ich das zusammenschneiden muss. Trollolol. Nee, mach einfach Part. Season blablabla bla bla, Part 1 und Part 2. Auch gut, ja.
Wobei saisonieren tue ich ja so noch nicht. Oder Episode. Keine Ahnung. Du siehst dir das nicht mal an, ne? Was habe ich doch für tolle Abonnenten? Schnüff, schnüff, Freudenträne verdrück. Gibt's doch nicht, dass keiner weiß, wie dieses Ding mehr geht. Das Problem ist, das ist einfach nur, das sind alles die neuen Rezepte schon. Was vor sie plagen geht definitiv nicht. Nein, tut's nicht. Warum eigentlich nicht? Hä? Warum das nicht funktioniert? Was? Das Forestry-Plugin für NEI. Weil da Logistik-Pipes oder irgendwie sowas streikt. Ah. Oder irgendwie sowas war das. Okay, eine Idee habe ich noch aus rein wissenschaftlichen Zwecken. Aus rein wissenschaftlichen Zwecken. Ach komm. Gibt's doch nicht, wie ging denn das Ding? Aber doch, das Grünzeug erhöht die Diamantenrate ziemlich. Ich glaube, wir können mal auf Dark Matter umsteigen. Das war es einfach, um was zu tun zu haben, mache ich das auch weg, Blümchen. Naja, auf Dark Matter würde ich nicht so schnell umsteigen. Nicht? Warum? Ansonsten liegt das ganze EMC in der Chest. Also, nicht anfassbar, weil es noch hochlädt. Wäre ein bisschen doof. Ja, gut, stimmt auch wieder. Muss schon verdammt schnell sein, damit man auf Diamond umsteigen kann. Hm. So, wenn man einen dritten Diamond Stack innerhalb von einer Minute oder so kriegt. Apropos, was mir gerade einfällt. Brauchen Gold. Du hattest einen Goldhelm. Ich hatte einen Goldhelm, genau. Jetzt habe ich einen Goldbarren. Notfalls muss man jetzt bei Direwolf noch durchgucken, wie die Teile gemacht werden. Kann nicht wahr sein. In so einer alten Folge. Das ist eigentlich eine Idee. Aber ich werde mich nicht durch endlos viele halbstündige Parts klicken. Hm. Kann es sein, dass das Glowstone-Craften deaktiviert wurde? Ich glaub schon. Probier's mal andersrum. Wie andersrum? Also vielleicht andersrum. Mit Use, okay. Bup. Goldstaub da. Nein, das ist ein verstecktes Rezept. Da brauchst du, ich glaube, 5 Golddust und 4 Redstone. Oder eben andersrum. XO-Pattern. Ja. Also, welche Forest-Version haben wir? Weiß ich nicht. Nein, meiner, danke. Ein verstecktes Rezept, okay. Ja. Gut, ganz viel EMC verlieren, um noch mehr EMC zu machen. Da für dich. Da für dich.
Was hast du uns gegeben? Glowstone Dust. Mal schauen, das war ein Diamantblock und. Oh Mann, da natürlich zeigt er das Rezept nicht. Hä? Du schießt bei Direwolf an, oder wie? Genau, jetzt muss natürlich regnen. Bäh. Ich glaube, hinter uns Musik. So. Ich würde mal sagen, das wird nichts mehr so fürs Erste. Machen wir mal Schluss. Na, ich suche immer noch nach dem Bienenrezept da. Ich hör's. Ja gut, aber das kann doch eine Weile dauern, nehme ich an, ne? Keine Ahnung. Oh Mann, zu allem zeigt das Rezept, aber dazu nicht. Wir sind hier Kühe. Ist aber auch gut zu wissen. Hm? Am 17.11.2012 war schon das neue Rezept drin. Okay. Das heißt, in diesem Video wird auch das neue Rezept gezeigt. Oh, Rux. Ich glaube, wir könnten wirklich aufhören, ja.
Oder nicht? Ja, also ich glaube, das gerade, wo diese ganzen Tiere hier auf einmal herkommen. Die Tiere. Die hast du wahrscheinlich rausgelassen aus Versehen. Kann gut sein, ja. Oder die sind einfach hier gespawnt. Oder das. Die sind gewachsen durch den Regen. Wachsen durch den Regen, genau. Na komm mal mit, meine Schönen. Hat irgendwer gerade noch ein Dingsstab dabei? Was für ein Ding? Stab halt. Was für ein Stab? Ein Stick, oder wie? Stern. Hast du toll gemacht. Ja, finde ich auch. Kommen alle rein. Ja, sollen sie auch. Warum? Weiß ich nicht. Den Käfig können sie ja nicht, sonst kommt der Rest wieder raus. Sie können also doch in den Käfig, du musst es nur richtig machen. Mach selber, kann ich nicht. Bist du blöd für deine Ansicht nach sowieso. Machen wir es halt radikalerweise. Was? Du Tiermörder! Ja, nur er wollte es nicht einsperren. Also habe ich keine andere Möglichkeit, weil ich es nicht kann. Genau. Und da ich sie nicht frei leben lassen kann, muss ich sie jetzt kaltblütig abschlachten. Aber die Betsy bleibt hier. Bin so ein Tierliebhaber. Ja. Chris noch mit den Leim. Oh, danke. Einmal will ich wieder haben, ne? Bitte? Danke. Ich überlege gerade, rein theoretisch, wenn ich mit dem Eimer erst eine Weile hier rumstehe, müsste er sich doch eigentlich mit Wasser füllen. Das wäre aber logisch. Minecraft ist so unrealistisch. Muss ich es sagen? Nein, tu es. Hier sind Dreckblöcke, die man einfach so mit Fäusten abbauen kann. Ja. Kann man ja auch. Nebenbei hat man überhaupt keine Finger. Doch, hat man. Nur Fäuste. Wenn du dir den originalen Skin mal ansiehst, der hat die Finger zu einer Faust geballt. Naja, trotzdem. Du schaffst es mit Fäusten nicht, einen perfekten 1 Quadratmeter Block aus dem Boden raus zu fäusteln. Innerhalb von 2 Sekunden. Das liegt nur... Das liegt aber daran, dass die Tage hier schneller vergehen. Und dass wir einfach Perfektionisten sind in Minecraft. Und die Bäume? Warum können die noch in Luft schweben? Antimaterie. Antimaterie. Genau, und warum fäustelst du einen Baum und der kippt nicht um, der bleibt einfach in der Luft schweben? Hab ich gerade gesagt. Ja, ich war eher auf das Fäusteln. Also mit der Faust einen Baum kaputt machen. Und warum gibt es Kühe, die Pilze auf dem Rücken haben? Weil die jemand nicht gewaschen hat. Und warum geben diese Kühe Suppe? Es ist Most. Es ist kein Most. Selbst wenn, wie wäre diese Kuh denn bitte schon in der Lage, oder beziehungsweise für einen Sinn hätte es für diese Kuh, alkoholische Getränke abzusondern? Gift. Die würde uns irgendwann tot sehen, weil wir irgendwann als Alkoholleichen über die Ränder kippen werden. Gut, was fällt mir denn noch so ein? Das ist das Einzige, was in diesen leeren roten Augen dieser Kuh zu sehen ist. Okay, weil, sind schwarz, aber egal. Ja, wollte gerade sagen. Ja, die sind genauso leer wie deine. So, ernährungsweise. Ja, du ganz recht, du hast gar keine Augen. Das weiß man nicht, sie werden überblendet von meiner Persönlichkeit. Und deine Persönlichkeit ist... Ja, du bist Nemo. Würde ich jetzt so nicht sagen. Ich habe Nemo gefunden. Ich meine, die Haare bedecken das andere Auge ja nicht. Das ist irgend so ein komischer schwarzer Verband oder sowas in der Richtung. Eine Augenklappe. Eine Augenklappe auch, gut. Arr. Sieht nämlich so aus. Oder? Oder? Hä?
Was ist dieses schwarze Teil um dein zweites Auge? Ich glaube Bandage. Also doch. Weil man sich eine schwarze Bandage ums Auge zieht, ja. Klar, das ist ein Styler. Der Raiden. Nee, nicht Raiden. Ach, keine Ahnung, wie der heißt. Ist auch egal, Hauptsache er sieht toll aus. Ich glaube schon, dass das Raiden war. Ich leere diese Kuh gerade literweise aus. Das kommt noch. Das kommt noch. Muss ich sie vielleicht künstlich am Leben halten oder schaffst du das so? Was? Hm? Wie? Ja, die Kuh am Leben halten. Nicht zu sehr aussaugen. Ich habe da gerade ungefähr 12 Eimer Milch rausgeholt. Am Stück. Wir haben schon so ein Solar-Ding. Du schaffst es nicht. Ja, habe ich gerade gemacht. Clap, clap. Clap, clap. Was denkst du, wofür der Glowstone war? Kekse. Nee. Kekse? Nee. Haschkekse. Nein, Glow-Kekse. Glow-Kekse, ja. Bäh. Diese komischen blauen Kandelstückchen? Jetzt weiß ich, warum der Glowstone gelb ist. Ja? Glowstone. Ja, nein, die sind meiner Erfahrung nach meistens blau. Nicht die. Nicht die, ach so, der Stein. Der ist eigentlich eher weiß, weil Kalk. Hm, ist der Stein der Weißen, aha. Ach komm, so schlecht war der nicht. Doch. So, Frage. Doch? Fragezeichen? Was wird das? Ja, rauskommen, ohne Tiere rauszulassen. Das ist leicht. Du baust dir einfach zwei Blöcke weg, springst die 2,5 Blöcke hoch, da auf den Zaun und baust den einen Stein wieder ab. Hm. Sprintsprung. Sprintsprung. Habe ich ja gerade gemacht, ne? So halb ungefähr. Ja, du hast nur 5 Steine verschwendet anstatt einen. Egal. Wir haben so das gute sind 4 EMC. Ja, wir haben so gute EMC-Generationen, können wir uns durchaus Verschwendungen im dreistelligen Bereich leisten. Hm, dank mir. Was? Wir sollen irgendwem danken? Mhm. Bauen wir mal eine Diamantrüstung, ne? Das tangiert mich jetzt äußerst peripher. Echt? Okay. Ich bin aber erstaunlich, dass du meinen Spruch mitverwendest, von dem du gesagt hast, dass der eigentlich gar keinen Sinn macht. War das dein Spruch? Ich meine, es war ein Spruch, den ich aus dem Buch hab. Den Spruch habe ich vor einer langen Zeit, also vor gar nicht so langer Zeit mal gebracht. Du hast gemeint, das macht eigentlich keinen Sinn, wenn man die beiden Wörter genau betrachtet. Dann habe ich erzählt, dass meine Mutter den immer bringt. Und jetzt erzählst du, du hättest den aus dem Buch. Also ehrlich. Ja, habe ich auch, meines Wissens nach. Dann hattest du das aus dem Buch, nachdem ich dir bereits gesagt habe, dass ich das dir gesagt habe. Nein, ich habe das Buch letztens nochmal durchgelesen. Davor, vor ungefähr 3 Jahren schon mal. Nennt sich übrigens Genom. Genom, ja. Genom. Bücher, bäh. Ja, du bist ja sowieso ganz komisch. Wieso haben wir eigentlich eine Kuh im Haus? Ich mag Bücher nicht. Weil es meine Kuh ist. Warum magst du Bücher nicht? Die tun weh. Aber sie brennen gut. Ja, das stimmt. Und man kann sie verwenden, wenn man gerade in Not ist und kein anderes Papier da hat. Übrigens, ich habe deine Kuh gefunden. Essen. Mhm. Essen. Oh nein, die Sonne scheint, wir verbrennen. Schatten. Naja, aber immerhin läuft es jetzt etwas schneller. Denke ich, zumindest. Ja, wenn ihr noch nichts gefunden habt, dann würde ich sagen, machen wir Schluss, oder? Wollte ich schon seit einer ganzen Weile, ja. Ja. Tschüss. Tschüsschen. Nein, nicht nochmal. Ja. Ihr macht jetzt gleich ein großes Feld, ne? Tschüss.